Moin Moin und willkommen bei SVW Inside. Es ist wieder soweit. Die zweite Show steht an zum nächsten Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Sande. Nur bevor wir über das nächste Heimspiel reden, wollen wir nochmal das letzte Auswärtsspiel im Revue passieren lassen. Dazu habe ich wieder Besuch mit dabei. Zu meiner Linken Christian Schütze, Manager vom SVW, und zu meiner Rechten Abwehrspieler René Nabel. Wir wollen ein bisschen quatschen über das letzte Spiel. Da war ich nun leider nicht dabei, da ich ja mir nur die Heimspiele angucke. Und daher frage ich mal Christian, das letzte Spiel auswärts ist nicht so gelaufen, wie ihr euch vorgestellt habt. Woran hat es gelegen? Ja, erstmal schönen guten Abend zusammen. Ja, du hast nicht viel verpasst, Sascha, bei dem letzten Auswärtsspiel in Stenum. Wir hatten mit personellen Problemen zu kämpfen. Javi Paliti hatte gefehlt, Nico Richtig war nicht mit dabei. Carsten Schütze hat sich im Spiel davor schwer verletzt, sodass wir personell eigentlich relativ angeschlagen schon die Anreise angetreten haben. Was allerdings keine Entschuldigung sein sollte. Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden. Wir haben uns viel vorgenommen nach dem Sieg gegen Frisia und dieser tollen Leistung. VfL Stenum hat eigentlich alles das in die Waagschale geworfen, was wir uns vorgenommen haben. Herz, Leidenschaft, Kampfgeist. Das hat bei uns alles gefehlt. Und ja, wir hoffen und arbeiten daran, dass das hier am Wochenende gegen Rot-Weiß Sande alles auf dem Platz wieder umgesetzt wird. Dann fragen wir doch mal René Nabel, der ja live dabei war auf dem Platz. Wie hast du dieses Spiel empfunden? Woran hat es gelegen? Ja, also besser kann man das eigentlich zusammenfassen. Also es, irgendwie haben wir keinen richtigen Zugang zum Spiel gefunden. Also so war das Empfinden auf dem Platz. Klar war das eine komplett neue Konstellation in der Abwehr, aber ja, wie Christian schon gesagt hat, also wir haben halt komplettes Zweikampfverhalten vermissen lassen, was du brauchst in so einem Spiel, um da zu bestehen. Und dann fielen die Tore halt auch aus Situationen, die du eigentlich ganz anders verteidigst. Und das Ergebnis war dann auf jeden Fall gerecht und wir hätten da auch nicht verdient, was mitzunehmen. Und ja, müssen wir abhaken, das Spiel, nach vorne gucken und ja, die Lehren daraus ziehen und es am Sonntag dann wieder besser machen. Dann wollen wir auch gleich zum Punkt kommen. Besser wird. Nächstes Heimspiel ist, wie gesagt, FC Rot-Weiß Sande. Jetzt am Sonntag. Eigentlich eine lösbare Aufgabe, wenn man auf die Tabelle schaut. Mit 0 Punkten steht Sande momentan in der Liga. Aber ist auch gefährlich, wenn man so in dieses Spiel reingeht. Ich glaube, auch die sind jedes Mal knapp dran, das Spiel zu gewinnen, aber haben bisher noch nicht das Quäntchen Glück gehabt. Einige Spieler kennt man noch aus denen rein. Und ja, dann frage ich doch nochmal Christian, was habt ihr euch für Sonntag vorgenommen? Ja, wie du natürlich auch schon beim letzten Interview gesagt hast, SVW Jadestadion, das ist hier eine Burg. Ich sag mal so, auch wenn das jetzt vielleicht kein indirektes Derby ist, Sande, ein schönes Nachbarörtchen und wie du schon auch erwähnt hast, die Spieler kennen sich alle untereinander und ich sehe das schon, dass dieses Spiel ein gewisses Derby-Charakter hat. Ich mache das jetzt auch gar nicht mal so abhängig von der Tabellensituation, sondern wirklich, hier wird das am Sonntag spielentscheidend sein, wer da einfach, ich sag mal, das Herz an der richtigen Stelle hat. Und ja, da wollen wir versuchen, am Wochenende die 3 Punkte hier zu behalten. Bin grundsätzlich eigentlich nie ein Fan davon, auf den Gegner zu achten, sondern wir wollen hier unser Spiel aufziehen. Wir wollen unseren Stempel aufdrücken und alles andere, wie Sande aufläuft, wer in der Spitze spielt, das ist alles für uns nicht relevant. Dann frage ich mal René, was schätzt du, wie Sande sich bespielen lässt? Werden sie giftig sein? Werdet ihr ein einfaches Spiel haben? Was schätzt du, was da auf euch zukommt? Also einfach wird es auf jeden Fall nicht. Also ich schätze das Spiel auch so ein, dass es wieder viel auch über Zweikämpfe gehen wird, gerade wie gegen Frisia. Wie gesagt, man kennt sich, also viele bekannte Gesichter und da ist einfach eine Rivalität vorhanden. Und ja, das wird erstmal die erste Aufgabe für uns sein, dass wir die Zweikämpfe richtig führen, dass wir sofort ins Spiel kommen. Und danach kommt das Spielerische von ganz alleine. Also wir müssen wirklich sehen, dass wir das Spiel annehmen. Die Bedingungen, eine schönere Kulisse gibt es nicht, als hier sonntags um 15 Uhr zu spielen. Da hat jeder Fußballer eigentlich Lust drauf. Und wenn wir dann erstmal die Zweikämpfe und von Einstellung da sind, dann kommt das Spielerische, wie gesagt, von ganz alleine. Und ich denke mal, dann sollte es auch unser Anspruch sein, dass wir hier mit 3 Punkten vom Platz gehen. Und dann kann man vielleicht auch mal wieder auf die Tabelle gucken. Aber das Spiel muss erstmal gespielt werden. Und dann, genau, kurz vor 5 kann man sich dann wieder unterhalten.
Wie gesagt, das ist hier am Sonntag, ich sag's nochmal, eine Standortbestimmung. Und da ist es egal, wen ich in die ersten Elf reinschmeiße oder beziehungsweise an die Tacker. Da müssen wir alle brennen. Das ist eine ganz klare Kiste. Da sagst du gerade was an die Tacker. Beim letzten Mal gar nicht groß drauf eingegangen bei der ersten Show. Dieses Mal mal ein bisschen mehr. Andi hat ja nun jetzt die Mannschaft übernommen, ja, als erster Trainer. Und von außen her muss ich sagen, macht er ein sehr gutes Bild. Ja. Die Jungs verstehen ihn und versuchen es umzusetzen. Das sieht man. Was sagst du da weiter so zu Andi? Gut, ich kenne Andi ja aus der Vergangenheit, allerdings nur als Spieler. Wir arbeiten jetzt 3 Monate zusammen. In meiner Funktion, übergangsweise als Co-Trainer, seit 3 Wochen. Andi ist menschlich, charakterlich ein 100%iger Typ, muss ich sagen. Stehe ich mit auf deiner Seite. Ich habe das Gefühl, da wird René wahrscheinlich gleich noch ein paar Worte zu sagen, aber ich denke, gut von der Mannschaft angenommen. Und ja, wer Andreas Tacker kennt, der weiß, der brennt nicht nur auf dem Feld oder früher, sondern jetzt auch in seiner Funktion als Trainer. Und ich glaube, da haben wir den richtigen Mann hier für den SVB gefunden. Das denke ich auch. Und dann wollen wir mal gucken, was die Spieler dazu sagen. René, was sagst du denn zu deinem neuen Trainer? Ja, also ich bin da auch sehr positiv gestimmt. Also einiges wurde jetzt auch schon genannt. Wie gesagt, macht klare Aussagen, was er von uns fordert. Der Teamgedanke steht ganz oben und wie es spielerisch oder taktisch aussieht, das ist halt auch ein Prozess, das muss jetzt über die Spiele kommen, über die Trainingseinheiten und da machen wir auf jeden Fall große Fortschritte und ich denke, das hat man auch schon gegen Friesia in Ansätzen gesehen, dass wir einiges umgesetzt haben von dem, was vorher theoretisch und auch praktisch geübt wurde und ich denke auf jeden Fall, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Tja, denn Andi, mach weiter gute Arbeit. Christian, dein Tipp fürs Wochenende, jetzt Sonntag, was schätzt du? Ganz lapidar mal raus. 3 Punkte im Jahr des Stadions. Und Tore wollen wir hören, wie hoch wird das Ergebnis? Ja, ich sag mal 3-1. 3-1, das hört sich gut an, so muss man tippen als Manager. René, bleibt der Kasten hinten sauber als Verteidigung? Was tippst du? Genau das hätte ich jetzt angesprochen, also ich würde dann 2-0 unterschreiben. Das hört sich auch besser an, finde ich, wie 3-1. Die Null hätte ich auch getippt, aber ich weiß halt, ich denke mal, der Wobbe, der wird dementsprechend heiß sein, hier zu spielen bei seinem alten Verein. Ich habe auch viele bekannte Gesichter. Robin, es tut mir leid, dass ich hinten ein Gegentor erlaubt habe, aber wie gesagt, ich denke, Moalavi wird vorne das ein oder andere Tor dann noch machen. Ja, dann habe ich nur noch eins, was mir auf die Zunge brennt, und zwar lese ich immer Club 101. Oder 101. 101, genau. Siehste, Christian, erklär den Leuten mal, was hat das mit diesem Club 101 auf sich? Ja, viele kennen das ja wahrscheinlich. Es gibt den Club 100. Ich habe das ins Leben gerufen, beziehungsweise den Club 101. Warum 101? René, weißt du eigentlich, warum ich den Club 101 genannt habe? Gute Frage, bin ich nicht vorbereitet. Gut, dass ich das gefragt habe. Nee, auch dafür, der Club 101 ist eine Art Mitgliedschaft und die 101 habe ich genommen, weil wir hier im Jadestadion die Friedenstraße Hausnummer 101 haben. Hey. Und deswegen, Förderer des Vereins, Privatpersonen haben hier die Möglichkeit, sich zu engagieren mit 101 Euro. Dieses Geld wird investiert in den Verein, in die Infrastruktur. Ein Teil geht in die Jugend, ein Teil geht in den Herrenbereich. Neuerdings haben wir auch eine Damenmannschaft, wo wir auch nun mit dabei sind, die aufzubauen. Und ja. Und da sind wir dann nämlich auch genau beim Thema. Zum Abschluss möchte ich nämlich nochmal eben 3 Sponsoren persönlich ein bisschen bedanken für diese Show. Das ist an erster Stelle Möbelhaus Pol. An zweiter Stelle Sven Schönfeld von Schönfeld Hörsysteme. Und ganz neu dabei, Frank Wattjes, Malerbetrieb, auch aus Wilhelmshaven. Ich bedanke mich bei René Nabel, gerne, dass er die Zeit gefunden hat heute Abend. Und genauso bei Christian Schütze. Sascha, danke dir. War mal wieder eine sehr nette, kurze Runde. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, ein bisschen Insight-Wissen vom SVW wiederbekommen zu haben. Und wir sehen uns beim nächsten Heimspiel. Vielen Dank, schönen Abend.